Radfahrer und Autofahrer werden wahrscheinlich niemals große Freunde werden. Und deshalb schauen wir uns heute an, wie man sich bei Mehrzweckstreifen richtig zu verhalten hat, weil da gibt es bei der praktischen Prüfung immer wieder Probleme. In ganz Österreich erleben Mehrzweckstreifen eine Hochkonjunktur. Radfahren wird immer beliebter und Radfahrer und Autofahrer kommen sich oft in die Quere und deshalb hat man gesucht, wie kann man Radfahrer und Autofahrer am besten trennen. Und da gibt es unter anderem diesen Mehrzweckstreifen. Mehrzweckstreifen sind mit einer Leitlinie begrenzt oder mit einer Warnlinie, sagt man auch. Und die Frage, die sich uns stellt, darf man jetzt einen Mehrzweckstreifen befahren? Wir haben bei uns in Klagenfurt, aber das wird sicher in anderen Gemeinden in Österreich auch geben, so Mehrzweckstreifen, die Straße sehr schmal machen, dann kommt uns ein großes Auto entgegen und die Frage ist dann, darf ich dann auf diesem Mehrzweckstreifen fahren? Der Gesetzgeber hat Folgendes gesagt: Man darf einen Mehrzweckstreifen als Autofahrer befahren, aber unter Bedachtnahme auf die Radfahrer. Also man müsste schauen, ob ein Radfahrer denn nicht gerade neben einem ist. Dann darf man zum Beispiel zum Ausweichen, wenn ein großes Auto entgegenkommt oder wenn man rechts vielleicht vorbeifahren kann, weil sich jemand zum Linksabbiegen eingeordnet hat, dann darf man auch einen Mehrzweckstreifen befahren. Aber grundsätzlich haben Radfahrer natürlich Vorrang. Mehrzweckstreifen haben aber jetzt nicht nur Nachteile, machen uns nicht nur Schwierigkeiten. Ein Riesenvorteil eines Mehrzweckstreifens ist, dass er ein eigener Fahrstreifen ist. Du kennst das ja aus dem Theoriekurs. Und zwar, man darf ja einen Radfahrer zum Beispiel nur dann überholen, wenn man mindestens 20 km/h schneller fährt als der Radfahrer. Das ist generell beim Überholen so. Jetzt haben wir oft das Problem gehabt, dass wir in der 30er-Zone einen Radfahrer oder eine Radfahrerin vor uns gehabt haben, die oder derjenige, der zum Beispiel 20 km/h gefahren ist. Jetzt hätten wir beim Überholen 40 fahren müssen, das darf man natürlich nicht. Und in dem Fall konnte man auch nicht überholen. Jetzt haben manche Prüfer dann gesagt, naja, ein normaler Autofahrer hätte hier auch überholt, aber wir hätten natürlich gegen ein Überholverbot verstoßen und das ist ein absolutes No-Go bei einer praktischen Führerscheinprüfung. Wenn der Radfahrer oder die Radfahrerin jetzt auf dem Mehrzweckstreifen fährt, dann zählt das als eigener Fahrstreifen und eben nicht mehr als Überholen. Und in dem Fall könnte ich, wenn die radfahrende Person 20 km/h fährt, könnte ich mit 21 bei ihr vorbeifahren. Auch die Abstandsregelung gilt in diesem Fall nicht. Wir haben ja gesagt, innerhalb vom Ortsgebiet 1,5 Meter, außerhalb 2 Meter, da gibt es jetzt keine Vorschrift dafür. Natürlich ist es gescheit, genug Abstand zu einem Radfahrer oder zu einer Radfahrerin einzuhalten, weil es natürlich gefährlich ist, wenn sie nicht ihre Spur halten. Und noch etwas musst du bedenken, wenn du jetzt bei einem Radfahrer vorbeifährst, der sich auf einem Mehrzweckstreifen befindet, es könnte eine Autotür aufgehen, wenn daneben geparkt werden darf, es könnte ein Auto ausparken und der Radfahrer könnte immer auf unserem Fahrstreifen herwechseln, vielleicht auch ohne zu schauen. Natürlich müsste der Radfahrer schauen, aber er könnte das ohne Schauen tun. Also das heißt, man sollte hier schon ein bisschen Abstand einhalten. Eine Herausforderung haben wir noch bei diesem Mehrzweckstreifen, nämlich dann, wenn wir einen Mehrzweckstreifen kreuzen, weil wir zum Beispiel rechts abbiegen und der Mehrzweckstreifen geradeaus weitergeht. Per Definition heißt es, wenn ein Mehrzweckstreifen über eine Kreuzung drüber geht, dann wird der zur Radfahrerüberfahrt. Und wir wissen alle, bei Radfahrerüberfahrten dürfen Radfahrer drüber fahren. Das heißt, wir müssen in dem Fall warten. Und vor allem, wenn wir zum Beispiel rechts abbiegen und die Radfahrerüberfahrt geradeaus geht, dann müssen wir uns überzeugen, ob hinten nicht ein Radfahrer kommt, weil wir den sonst behindern würden, der hätte Vorrang. Ich meine, es gibt noch so eine kleine Regelung, die uns im Alltag eigentlich nicht betrifft. Mehrzweckstreifen dürfen wir nur in die Richtung befahren, so wie der nächstgelegene Fahrstreifen neben dem Mehrzweckstreifen. Also wir dürfen quasi nicht gegen die Einbahn fahren. Mehrzweckstreifen sind so quasi Einbahnstraßen. Vor allem, wenn du dir überlegst, wir haben das bei uns in Klagenfurt, aber das wird es sicher in anderen Gemeinden auch geben. Bei uns ist es in der Bahnhofstraße, da geht ein Mehrzweckstreifen gegen die Einbahn. Den dürften wir eigentlich nicht befahren. Logisch ist auch, dass wir auf einem Mehrzweckstreifen nicht halten und parken dürfen. Wir dürfen aber in eine Hauseinfahrt, natürlich unter Bedachtnahme auf die Radfahrer, einfahren. Und wir dürfen bitte auch keine Ladetätigkeit auf einem Mehrzweckstreifen durchführen. Ein wichtiger Unterschied zum Mehrzweckstreifen ist aber natürlich der Radfahrstreifen. Das ist wirklich eine gesetzliche Definition. Der Radfahrstreifen ist nämlich mit einer Sperrlinie begrenzt. Und wir wissen,
spätestens seit dem Theoriekurs, dass man Sperrlinien nicht überfahren darf, also einen Radfahrstreifen dürfen wir nicht befahren. Der gehört dem Radfahrer. Also grundsätzlich, was ist unsere Empfehlung? Wenn du einen Mehrzweckstreifen hast, bleib links davon. Grundsätzlich, außer es kommt dir ein großes Auto entgegen, dann darf man unter Bedachtnahme auf die Radfahrer nach rechts ausweichen. Grundsätzlich nur in die Richtung befahren, wie der nächste Fahrstreifen links neben dem Mehrzweckstreifen, nicht halten und parken und auch nicht für eine Ladetätigkeit. Ich hoffe, wir haben dir ganz kurz erklärt, was ein Mehrzweckstreifen ist, was man darf, was man nicht darf. Wenn du Fragen hast, schick sie uns an fragen@driveacademy.at oder fragen@alpenland.co.at oder schick uns eine WhatsApp an 0677 640 29700. Wenn dir diese Videos gefallen, lass uns ein Like da, abonniere den Kanal, sag es weiter, dass es uns gibt, würde uns ein bisschen helfen. Danke dafür schon im Vorhinein und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt auf die Überholspur. Bis dahin, schön rechts fahren.